So, das heißt, ich habe jetzt Fackeln. Mach nochmal welche. So, ich habe jetzt 64 und 34 Fackeln. Ich habe das Gold, die 36, die ich mit hochgenommen habe, schon gleich wieder oben abgeladen. Die gehen dann direkt in den Schmelzofen und werden dort dann direkt in diese Eisenbahnen verwandelt. Und hier haben wir, wow, hier haben wir einen Abgrund und ich schaue gerade. So, also hier, vielleicht zur Erklärung, ist mein Shortcut. Das heißt also, der führt direkt für mich oben zum Ausgang. Und habe ich einen gefüllten Wassereimer, habe ich. Das heißt, ich mache jetzt einfach hier. Hier kommt die Fackel hin und hier kommt ein Eimer hin. So, ich baue mir hier einfach einen Fahrstuhl. So, ich sehe auch da unten, da war ich schon mal. Das heißt also, da kann ich dann die Treppe hochlaufen. Aber wenn ich eine Treppe laufen kann, wenn ich einen Fahrstuhl nehmen kann, will ich sagen, wieso soll ich dann die Treppe laufen? Ups. Und gerade hat mich irgendetwas getroffen. Ich weiß noch nicht was. Aber ich versuche hochzuschwimmen, um genau dem zu entkommen. Das war jetzt unangenehm. Zwei Herzchen verloren. So, hier vielleicht, um das zu sehen. Da ist nichts unter diesen blauen Steinen. Das heißt, würde man da drauf stehen. Doch, warte, oh, vielleicht ist doch was. Es hat gerade so ausgesehen, als würden die in der Luft schweben. Aber, ah ja, gut, dann kann man das doch ernten. So, weil das wäre natürlich gefährlich, dann da zu stehen und man gräbt und dann geht es auf einmal bergab. So, das heißt, da ich gerade beschossen wurde, gehe ich eher vorsichtig vor. Auch hier ist dann wieder die Logik, zuerst möchte ich natürlich die Fackeln setzen, dann gehe ich erstmal weg, weil in der Zeit wird hoffentlich diese Fläche neu gerendert und dann sind diese Monster nicht mehr da. Ich weiß, dass da welche sind, ich kann sie jetzt noch nicht sehen. Ich schaue nochmal kurz hier, das ist eine normale, nee, es ist keine normale Stufe, das heißt also, ich brauche wahrscheinlich auch hier, ach, da haben wir ein Monster. So, schau mal her. Die sehen mich schneller als ich sie. Der blinkt schon, da hinten sehe ich rote Augen, vielleicht, dass ihr das auch mal seht. Ups. Und während ich euch das gerade zeige, werde ich beschossen. Boah, schaut euch das an. Das Empfangskomitee ist da. Okay, ja, das wird spannend. Aber genauso war es ja auch hier mit dieser Höhle. Das heißt, ich bin hergekommen, es war alles dunkel, ich bin in Panik einmal im Kreis gerannt und habe dann hier meine Fackeln gesetzt. So, ich fange jetzt einfach mal an, mir hier eine Treppe zu bauen. Ups, und der schießt gleich auf mich. Es wird nicht angenehmer, aber wat mut, sagt man im Norden. Und natürlich, je mehr Fackeln gesetzt sind, umso weniger sind sie da. Hier können wir nochmal die roten Augen sehen. Das ist eine Spinne, die uns dann verfolgen wird. Und jetzt sehe ich sie gerade nicht mehr. Aber wenn ich verspreche, wenn ich jetzt wieder hierher komme, dann wartet wieder ein Schuss auf mich. So. Und ich kann mich hier einfach so eine Treppe kehren. Da kommen sie wieder. So, es ist wirklich gut. Ich mag es, Karotten zu haben. Die geben mir so viel mehr Energie zum Beispiel als die Kartoffeln. Und für mich ist es einfach nur wichtig, hier relativ schnell eine Treppe hinzubekommen. Weil dann. Dann mit der Treppe, jetzt kommt vielleicht schon das erste Monster. Genau, da kommt der erste. Aber der ist dann kein Problem. Da kommt der zweite. Deswegen ist das Diamantenschwert hervorragend. Und was auch, ihr seht, ich habe mich etwas nach links gestellt. Das heißt also, wenn ich sie haue, fallen sie nach rechts. Das ist natürlich praktisch, weil dann verschwinden sie. Den hat es jetzt schon zerlegt. Und da kommt der nächste. Lassen einfach auf mich zukommen. Der hat jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Hiebe bekommen. Sollte das jetzt kein Problem sein, da genau, den zu erledigen. So, und auch dann habt ihr gerade wieder diese grünen Leuchtkügelchen gesehen. Das ist dann wieder diese Energiepunkte, die ich bekomme. Und wenn ich dann ein Enchanted Table habe, dann kann ich diese natürlich wieder einsetzen. So, ich möchte euch noch kurz zeigen, wie es aussieht. Das heißt also, jetzt geht wieder das panische Laufen los. Ich hoffe, ich verliere nicht zu viel. Ich habe 14 Eisen. Daraus kann ich mit Sicherheit schon wieder viele
viele Schienen bauen. Und ihr seht, ich laufe einfach, und das heißt also, ich halte W, ich drücke W zweimal. Da sehe ich Eisen, da sehe ich eine Spinne. Und ich versuche erstmal im Kreis zu laufen, da sehe ich einen Creeper. Der Creeper wird gleich explodieren, ist gerade explodiert. Da sehe ich ein Skelett. Okay, da haben wir nochmal ein grüner Punkt von dem. Oh, da war gerade ein Diamant. Und das ist hier mein Fahrstuhl, den ich mir vorhin gebaut habe. Und damit bin ich jetzt erstmal in Sicherheit. Uff. Und jetzt kann ich hoffen und ich atme frei, würde ich jetzt mal zitieren. Für alle, die den Zauberlehrling kennen. So, da haben wir... Schauen wir mal, was wir jetzt erfolgreich hinbekommen haben. Also, wir sehen, da ist schon mal ein Diamant. Das sieht man auch, der Stein. Das heißt also, hier haben wir normalen Cobblestone. Und je tiefer es geht, wird es dann dunkler Cobblestone. Und irgendwann hat man nur noch dunkel Cobblestone. Das ist also hier diese Schwelle oder die Grenze von tief zu sehr tief. Und unter dem dunklen Cobblestone kommt dann wirklich nachher nur noch Bedrock. Das ist also, das ist dann die Grenze dann zum Nether. Ah ja, das, ich dachte gerade, hier ist noch so dunkel, aber hier habe ich auch schon Fackeln gelegt. So, und die Monster sind jetzt immer noch da, weil also diese Fläche immer noch aktiv ist. Aber wenn ich dann nachher wiederkomme, da ist ein Zombie, der kommt. Wir sehen, da ist also schon wieder Eisen. Dann kann ich das dann anfangen abzubauen, weil dort wird dann also einfach keiner mehr spawnen. Jetzt einfach mal rückwärts. Und wie gesagt, jetzt haue ich also von der rechten Seite, das heißt, er fällt nicht runter. Und somit habe ich da kein Problem. So, die Skelette sind immer noch da. Da ist eins, das ist zu weit weg, das sieht mich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt noch genügend Energie. Ich habe jetzt also nicht viel verloren. Die Spinnen sind mir nicht gefolgt. Und somit kann ich jetzt noch einmal einen zweiten Lauf machen. Addiere einfach mal meine Fackeln zusammen. Und here goes nothing, sage ich immer so schön. Zweimal W, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, wie ich draufgehauen habe. Und wichtig ist, nicht zu viel ins Nichts zu laufen. Weil dann kann es sein, dass da ein Abgrund ist und... Wenn ihr den Abgrund herunterfallt, dann habt ihr ganz andere Probleme. Ganz andere Probleme. Ihr habt gerade gesehen, da war auch roter Stein. Da war wieder ein Creeper. So, auch diese Höhle, kann ich schon sagen, ist sehr, sehr groß. Hier haben wir jetzt Gold. Da waren gerade Spinnenaugen. Gold. Aber wie gesagt, ich bleibe nicht stehen. Ich versuche nicht, das weiter zu erkunden. Ich versuche einfach alle dunklen Stellen, da ist ein Skelett und das schießt auf mich und ich habe gerade meinen Schwung verloren. Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, Übung macht den Meister, das heißt, das hat soweit ganz gut funktioniert. Und ich habe hier die untere Ebene ausgeleuchtet, ich schaue mal, ob das Skelett mir folgt, nein. Und hier können wir nochmal also etwas mehr sehen. Das heißt also, hier habe ich Lapis Lazuli. Da ist Gold. Da ist Eisen. Weiter hinten haben wir, glaube ich, auch noch Gold gesehen. Aber aus diesem Winkel, da ist wieder Eisen. Kann ich es auch nicht sehen. Aber das war jetzt eine gute erste Runde. Wenn ich jetzt runtergehe, die Zombies sind also, um so zu formulieren, immer noch im Arbeitsspeicher. Das heißt also, wenn ich runtergehe, weiß der Computer, wo welches Monster war. Und wenn ich jetzt einfach weggehe und andere Bereiche dann erkunde, vielleicht mal nach oben gehe, dann kann ich das nicht anders erklären, als dann verschwinden die aus dem Arbeitsspeicher. Und da die dann nur in den Gegenden spawnen, also erscheinen, die dunkel sind, würde diese untere Höhle in den Bereichen, die ich ausgeleuchtet habe, erstmal leer sein. Genauso war es auch hier. Ich bin hier runtergekommen, habe angefangen hier in Panik im Kreis zu laufen, mache dann größere Radien. Ich werde verfolgt. Ich versuche mich wieder hierher zu retten und dann nach oben zu schwimmen. Und wenn ich dann oben in Sicherheit bin, kann ich dann natürlich wieder Karotten essen, Energie aufbauen und das Ganze nochmal machen, bis ich irgendwann keine Fackeln mehr habe. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fackeln ich hatte vorhin. Das waren, glaube ich, fast an die 100. Jetzt habe ich noch 12 übrig. Das heißt also auch hier... ihr seht, die Fackeln gehen wirklich sehr schnell. Das heißt also, es macht immer wieder Sinn, wenn ihr Kohle seht, diese Kohle abzubauen. Es macht Sinn, ein paar Stöcker zu behalten,
Aber auch irgendwann werdet ihr da euren Bestand aufgebraucht haben, um dann wieder den aufzubessern. So, das wollte ich euch mal zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt weiter in die Höhle. Zuerst, glaube ich, ich habe jetzt 2 Nächte lang nicht geschlafen, werde ich erstmal zurückgehen und den Schlaf nachholen, damit ich keine Monster bekomme. Ach, jetzt. Ich bin jetzt einmal durchgegangen und habe einfach mal die offensichtlichen Metalle abgebaut und werde euch jetzt zeigen, was die Ausbeute war. Ihr erinnert euch, ich zitiere da gerne Kenny Rogers, you count your chips when you're done playing. Das heißt, anstatt mich jetzt in diese Grube hinzustellen und dort anzufangen, mir jetzt meine Beute anzuschauen, gehe ich erstmal in eine sichere Umgebung. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus und werde mir dann anschauen, was ich geerntet habe. Aber ihr seht auch, ich habe keine Fackeln mehr. Na, draußen ist helllichter Tag. Boah, ich habe schon wieder eine Nacht durchgearbeitet, merke ich gerade. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Helllichter Tag. Jetzt geht es erstmal zurück in die sicheren 4 Wände. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, die gibt es auch noch in den Wänden der Berge gibt es Kohle. Aber ich habe mich entschieden, die nicht abzubauen. Vielleicht, ich zeige es euch nochmal. Wo haben wir welche? Jetzt genau, wenn man ein Beispiel zeigen möchte, ist keins da. Aber wo haben wir das denn? Da ist zum Beispiel Kohle in den Wänden. Wenn ein Wand, sobald ein Berg so intakt ist, werde ich da jetzt nicht eine Kerbe reinhauen, um hier 2 Stück Kohle abzugreifen. Zumal im Berg, es gibt ja Kohle ohne Ende. Kohle ohne Ende. Deswegen habe ich den Berg intakt gelassen, weil ich weiß, wenn ich Kohle brauche, finde ich die woanders. Ich habe jetzt die Fackeln alle aufgebraucht. Und dann schauen wir uns mal an, was ich habe. Ich habe also jetzt beim Durchgang 2 Diamanten gefunden, 50 mal Eisen. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, die untere Höhle zu einem Drittel vielleicht jetzt ausgeleuchtet. Das heißt, da wird noch viel mehr sein. Und ich habe gesehen, es geht noch tiefer. So, das heißt also, wenn ich tiefer gehe, werde ich mit Sicherheit auch Obsidian finden. Und dafür brauche ich dann die Diamanten, eine Pickaxe. Also 2 Diamanten, 50 Eisen, 18 Gold, 55 Redstone, aber das stimmt nicht ganz, weil ein Stein ergibt, glaube ich, 4 oder 5. 5 würde von der Mathematik her besser passen. Das heißt, dann hätte ich 11 Blöcke gefunden. Das ist einfach so ein starkes Missverhältnis. Und auch mit Lapis Lazuli 22. Ich bin mir sicher, das waren vielleicht, wenn ein Stein 2 ergibt, um die 11. Sowas in dem Dreh. Aber das ist so ein normales Verhältnis. Ist sehr viel Eisen. Wenn ich Kupfer abgebaut hätte, mit Sicherheit wieder sehr viel mehr. Also viel mehr Kupfer, viel Eisen. Etwas Gold, sehr wenig Diamanten. Das ist so das Normale. Das ist ein Slimeball. Da kommt so ein viereckiges, ja, so ein Schleimblock kommt angehüpft. Und wenn man den zerschlägt, dann teilt er sich auf in 4 kleinere Schleimblöcke. Und wenn man die dann zerschlägt, dann teilen die sich auf in 8 ganz kleine Schleimblöcke. Und die braucht man später, um etwas zu automatisieren. Aber das habe ich noch nie gemacht. Das muss ich mit euch, glaube ich, das erste Mal dann ausprobieren. Sondern hier war ein Stollen. Und ich habe diesen Stollen mit Lichter markiert, damit ich ihn leicht wiederfinden kann. So. Und da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn. Ach Gott, Fackeln sind doch wirklich das Beste. So, Frage ist jetzt, ist das ein Stollen, bei dem man schnell wieder zurücklaufen kann? Glaube ich eher nicht. Das heißt, wenn mir hier etwas zustößt, dann kann ich nicht einfach mal schnell zur Hütte laufen. Aber das ist... Ah, 8 Fackeln habe ich noch, super. Wow, und... Oh, und da ist eins. Oh, da sind 2. Haha. Und gleich werde ich beschossen. Wow, okay, das war jetzt so nicht geplant. Ich hoffe mal, sie kommen raus, weil dann... würde mir das Sonnenlicht helfen. Ja, komm raus. Weil 2 auf einmal zu bekämpfen wird, ja, das ist wirklich sehr ambitioniert. Das wird nicht gut enden, das weiß ich jetzt schon. Weil während ich den einen bekämpfe, wird mich der andere beschießen. Und ich brauche, ach Gott, einen Zombie auch noch.
Ich brauche wahrscheinlich 4 bis 5 Schläge, auch mit der diamantenen Axt. Ja, komm doch her. Oh. Ja, sei doch nicht so blind. Ich hätte gerne, dass mich der Zombie angreift. Aber im Tageslicht. Weil genau, dann fängt er Feuer. Und dann reicht in der Regel ein Schlag. Und er ist erledigt. Ja, gut, das ging jetzt doch sehr gut. Und ist das auch noch ein Stollen? Ja. Oh. Also, das scheint schon was Größeres zu sein. Ich habe hier 3 Stränge, die parallel nach draußen führen. Und die haben einen guten Vorrat an Schienen. Also, das war jetzt. Ich glaube, ich sehe da schon wieder. Da steht schon wieder ein Skelett. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, was hier abgeht. Und ich habe jetzt leider die Kohle abgelegt, in meiner Freude hier die Beute zu zählen. Und dann kommt gleich das nächste. Und jetzt schnell raus. Folgt es mir. Ja, da bin ich. Da bin ich. Wow, und gleich nochmal einen Pfeil abbekommen. So, jetzt brennt das Ding. Aber es kann immer noch schießen. Und es schießt auch. Das heißt, ich laufe und springe gleichzeitig. Und jetzt hat die Sonne ihr Nötigstes getan und das Skelett ist verendet. So, 9 Kartoffeln habe ich noch. Das ist jetzt nicht sehr viel. Aber ich. Ja, die Gier, ne? Die Gier. So. Das ist eine Sackgasse. Das ist wirklich ein großes Stollensystem. Das muss ich sagen. Also, ich muss nochmal wiederkommen. Ich werde wiederkommen und werde dann diesen Stollen erkunden. Aber wichtig war, dass ich euch erstmal mitnehme. Wir sind jetzt wirklich nicht viel in den Stollen hineingekommen. Eigentlich gar nicht. Aber ihr habt zumindest gesehen, dass es noch andere Stollen gibt, die deutlich. Ich war jetzt im Stollen. Der Stollen, ich würde mal sagen, ist mittelgroß. Also es ist nicht der größte, den ich gesehen habe. Es ist jetzt auch kein kleiner. Es ist schon relativ verzweigt. Ich habe insgesamt 3 Truhen gefunden. Und da jetzt gerade die Sonne untergeht, glaube ich, mache ich mich doch lieber auf den Rückweg und werde dann gleich mit euch teilen, was die Ausbeute war. Zuerst muss ich. Ach, schaut, da ist nochmal was. Sehr gut, umso besser die Ausbeute. Aber. So, ja, jetzt kann ich sagen, ich war bei einem durch. Ich schaue kurz, was kann ich noch weglegen. Was brauche ich nicht so dringend? Lapislazuli, ja, so. Die Schienen sind mir wichtiger. Und jetzt geht es dann zurück. Und da geht die Sonne unter. So, also der Tunnel ist zwar mittelgroß, wie ich gesagt habe, aber dort waren halt zweimal diese Spinnennetze mit dem Kasten, der die Spinnen brütet. Und insgesamt musste ich also zweimal fliehen und dann, da die Spinnen mich wirklich verfolgt haben. Und für mich, ich würde mal sagen, ich glaube, ich gewinne einen von 3 Auseinandersetzungen mit einer Spinne. Und deswegen, wenn ich jetzt gerade dann schon ein paar Schienen an mir habe, die möchte ich dann ungern verlieren, zumal es ja auch eine kleine Wanderung ist, zu diesem Stollen zurückzukehren. Und deswegen habe ich hier lieber das Weite gesucht und bin dem Kampf aus dem Weg gegangen. Einfach um die Schienen zu behalten. Weil so bekomme ich die Schienen, die ich haben will. Ja. So. Okay, ich bin jetzt hier bei Sonnenuntergang im sicheren der Hütte. Und dann schauen wir mal. Ich habe 64, 64. Und 2, also 130 Schienenstränge, also bekommen aus dem Stollen, zweimal eine Power Trail
zwei Wegen. Ich musste halt auch aussortieren, weil ich nicht alles tragen kann. Und ich glaube, das war's. Sonst waren halt ein paar Samen dabei, ein bisschen wieder Glowberries, aber wirklich nichts Außergewöhnliches in den Truhen. Ja, ich habe sogar vier Truhen, sehe ich gerade. Vielleicht gab es sogar vier Truhen und nicht drei. Muss ich nochmal schauen. Brot war dabei. Aber ja, also es geht. Ich würde sagen, das war jetzt kein so toller Stollen. Das heißt, viel Lärm um nichts. Aber ich kann jetzt mal schauen, wie weit die Schienen mich bringen. Und werde jetzt hier die Nacht verbringen und dann baue ich mal den Schienenstrang weiter.